Hallo, ich begrüße euch zurück zum Let's Play Portal 2. Das ist jetzt Folge 8. Ja. Und jetzt geht's weiter. Mit dem Aufzug erstmal. Und wir sehen gleich wahrscheinlich wieder, so wie ich das kenne, ein Aperture Laboratories Ladebildschirm. Wir müssen noch 4 Testkammern überstehen, bis Wheatley uns rettet. Denn Wheatley hat uns ja in der letzten Folge, vor der letzten Testkammer, die wir in der letzten Folge gemacht haben, gesagt, dass noch 4 Tests. Doch 5 Testkammern sind. Und also 5 minus 1, ich glaube, das könnte auch rechnen. 4. Zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Das ganz ist recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Na gut. So. Jo, ho, Ladestrolle. Hätte ich das jetzt auch einleiten gekonnt. Naja. Aber, aber ich glaube, ah doch, so machen wir das jetzt am dümmsten. Ich glaube, so machen wir das jetzt am dümmsten eigentlich. Wenn wir hier einfach alles auf ein Loch schicken. So, blau da. Orange da. Habt ihr richtig getroffen, dann kann ich jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Jetzt habe ich das getroffen. Ja, Laser, ich weiß, dass du da bist. Scheiß Laser. Wie machen wir das denn? Ah, ist ganz klar, warum das so ist. Nicht? Okay, wisst ihr was? So. Ah. Nee, das kann es aber auch nicht sein. Glaube ich. Ist ja gut. Nicht. Wisst ihr was? So, sieht so ein bisschen so mal das blaue Portal. So, haben wir das auch hinbekommen. Ist ja toll. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Ach so, Dados, jetzt verstehe ich, wie man ich mein Zimmer von alleine aufgeräumt kriege. Ich glaube, das versteht ihr jetzt auch, wie ihr vielleicht auch eure ganze Wohnung oder euer ganzes Haus aufgeräumt bekommt, ne? Alles objektiv sehen und alles Unwichtige wegräumen, ne? Wisst ihr jetzt. Die Moral von der Geschichte, nach das ist Quatsch. Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen. Oh, ich habe gerade gegen mein Mikro gehabt. Und Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Ach so.
Okay, also ab nach oben. Cube, oh ne. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Okay. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht. Lauf! 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 Ich schließe die Tür! Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir okay. gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Welche Richtung? Und diese? Schnell hier lang! Wo lang? Da. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Wo gehst du hin? Wie niedlich. Ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ich glaube, das war eine schlechte Entscheidung. Und tot sind wir. Na gut. Ich glaube, wir sollten das nächste Mal dann nicht in die Testkammer von GLaDOS, wie GLaDOS uns andrehen will, gehen, sondern vielleicht auf Video hören. Wo sind wir jetzt? Da sind wir wieder. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Wie her? Warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Du? Los, komm. Bist du? Fiedli? Aperture Laboratory Sladebildschirm. Sonst kann ich ja nur ein bisschen so aus Erinnerung raus sagen, was uns auch erwartet. Wir werden GLaDOS irgendwann mal durch irgendwie ein anders ersetzen. Ich dürfte jetzt mal raten, wen. Na los, na los! Da rein. Was passiert da drin? Also. Ich glaube nicht. Du musst da irgendwie wieder raus. Da bist du. Versuch, nicht. Hier wieder zurückzukommen. Ich höre Schüsse. Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es zu spät ist. Ich hab's zumindest versucht. Jetzt können wir erstmal versuchen, wieder rauszukommen. Ich glaube, so könnte man fast rauskommen. Na. Gut, super, los. So, dann. Hier lang, hier lang! Ja, Wiki! Geschützturbe! Los, los, los! Da ist der Ausgang, wir haben es fast geschafft! Jetzt alles zusammen, mach nur eine! Hey, hier lang! Boah, meine Ohren, ich hoffe eure nicht! Boah, ist das heftig, ach du Schuss. Das schmeckt ja fast an einem Ladebildschirm. Aperture. Laboratories. Wie ihr vielleicht merkt, nehme ich jetzt immer am Wochenende ein paar Folgen auf, einmal Portal 2 und dann nächste Woche wieder Deponia. Das werde ich dann halt immer in der jeweiligen Woche danach dann halt hochladen. So ungefähr können wir klasse. Da. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay. Wo bist du? Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Einmal die Weekly aus seiner Aufnahme. Das kann doch nicht.
Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Oh, das ist ja schön. So. Mal weiter, ich glaube hier rum. Ah, ne? Ganz schön dunkel hier, was? Ja. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Gut zu wissen. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Dann mach das! Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Oh. Das sieht schwer aus. Irgendwie fast wie eine Terrorite-Fabrik. Das... Oh! Könnte die Terrorite-Gussform sein. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Okay. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Bist du an die Mauer da hinten ran? Die Jo müsste mit der Portalkanone, ja. Wheatley? Wheatley? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Bist du darüber? Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Oh. Ja, hier nochmal eine Nahaufnahme. Ja, jetzt mal auf der nächsten. Da kommen die Teile. Jetzt fahren sie den hier zusammen. Das, die Beine, die Technik, die Form. Halt die Schussgeräte, Verpackung und gut ist. Und der nächste. Und da sind die Formen, die wir gerade gesehen haben. Moment, hier haben wir sie. Und ich glaube, wir gehen jetzt weiter. Ja. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Glück gehabt. So. Per Portal nach oben. Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz husten. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an diesen Teil nicht mehr ganz so doll, aber richtig geil gemacht, finde ich, das von Valve. Diesen Teil hier mit der Flucht. Ich finde allein auch schon toll. Halt. Drake hat er ja, ich meine, es gab ja irgendwie kurz zum Erscheinen von Portal 2 eine Videoserie bei YouTube von einem Kanal von Wales. Und da hat Cave Johnson, den Bruder von Aperture Science, den werden wir noch später begegnen, aber nur noch auf Audioband. Und der hat, der hat dann halt Prinzip Werbung für halt die Turrets. Mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Uh!
Ich speichere mal ganz kurz. Ich könnte natürlich jetzt auch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie eine Taste für Schnellspeichern haben. Mache ich natürlich mal, ne? Weil ich so cool bin. Tastenbelegung. Benutzen. Zum Umschalten. Ansicht größer oder sicher kleinen. Sicht des Partners. Das ist alles Koop. Das ist verschiedenes. Ranglisten. Bildschirmfoto. Schnellspeichern auf F6. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, okay. Also F6 habe ich gesagt, ne? Ach ne, ich zieh die Folge wieder kürzer, ich zieh die Länge. Ja, F6. Genau, da oben sieht das Spiel gespeichert, also ist das wohl oder übel. Die richtigen Tastenkombinationen. Und es war da. Und es war nicht ganz richtig gesprungen von mir. Tut mir leid. Liebe Zuschauer, ich bitte, bitte deabonniert mich dafür und disliked dieses Video. Nicht! Oh, das scheiß Headset ist gerade total passend. Das passt mir jetzt gerade voll. Nicht! Und dann Portal, ne, können wir uns ja eh nichts bringen. Ich muss aber ganz kurz meinen Kopf. Mein Headset anscheinend anzuziehen. Oh, da ist es. Ich hätte speichern gesollt. Ach, machen wir heute mal eine 24 Minuten. Nee, ich war jetzt eine 20 Minuten Folge, weil ich so gut drauf bin. Nämlich noch eine dritte, vierte und vielleicht auch noch eine fünfte Folge auf. Weil ich heute gut drauf bin und gefehlt habe, ist doch schön. Ach, Aperture Laboratories, say do what you must because you can. Ich hab vergessen zu speichern. Naja, kannst du nichts machen, muss er halt ein paar Mal machen. Ist aber eh schön. So. Haben jetzt 18 Minuten aufgenommen. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss!